Moin zusammen, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Und zwar haben wir heute mal 81 plus Upgrade Packs von der Liga, also von der französischen Liga. Ich habe diese drei Spieler Upgrade Packs schon gestern ein paar gemacht gehabt, ich glaube so ungefähr 10 Stück. Und da habe ich halt schon ein paar gute Spieler gezogen, beziehungsweise was heißt gute? Aus 10 Packs habe ich gezogen, einen Moment, ich zeige es euch ganz kurz. Es war eigentlich echt in Ordnung. Einmal habe ich gezogen hier diesen Bamba, wie gesagt aus dem 3 Spieler Pack. Ist in Ordnung, hat zwar nur 3 Sterne, aber gut. Und Fekir und Payet. Also die drei Spieler, also 84er, 85er und diesen 90er aus 10 3 Spieler Packs. Es war in Ordnung, vor allem muss ich sagen, dieser Bamba, dieser Team of the Season, da war sogar noch ein seltener Spieler dahinter. Also da war der Team of the Season Bamba drin und dann war noch ein Golovin mit drin, obwohl es ja eigentlich nur einen seltenen gibt da drin. Keine Ahnung warum, ob das ein Bug war oder keine Ahnung wieso das so war. Auf jeden Fall habe ich jetzt 7 von diesen 81 plus Dingern gemacht. Sorry, ich bin halt kein großer YouTube-Kanal oder so, ich kann da keine 100 Stücke von machen, weil ich investiere kein Geld mehr in das Spiel oder so. Und ja, falls das euch aber trotzdem gefällt, lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt diese 7 Stück, schauen mal, ob wir da vielleicht auch den einen oder anderen Team of the Season, den einen oder anderen Workout ziehen können. Und wenn ich diese 7 Stück fertig habe, werde ich auf jeden Fall noch eins craften können. Vielleicht noch ein zweites, müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, ich habe Bock was zu ziehen. FIFA ist eh relativ tot, ich muss auch sagen, ich konnte diese 7 Packs relativ günstig machen. Dadurch, dass ich mir die Spieler schon alle vor 1 bis 2 Wochen gekauft habe. Ich habe für keinen Spieler, glaube ich, mehr als wie 1100 Münzen oder so damals bezahlt gehabt. Weil ich wusste ja, dass diese Upgrade Packs kommen. Und deswegen habe ich das dann halt so gemacht. Und ja, deswegen war es relativ günstig. Ich habe gesehen, bei Footbin, die sind jetzt extrem teuer. Ich glaube, da kostet ein Spieler über 2500 Münzen. Das ist wirklich sau teuer. Es liegt wahrscheinlich daran, dass Neymar und Mbappé halt im Team of the Season sind. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt 7 Stück. Ich hoffe halt mal auf ein Team of the Season. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Wir starten einfach mal hier trocken rein. Jetzt hier in das erste. Mit der Nase. Let's go. Ah, schade, kein Walkout zu Beginn. Tafel ist am Start, das sollte aber fast immer machbar sein. Und das ist Fake hier, was gar nicht mal so schlecht ist, aber ich hab ihn schon. Das ist dann immer blöd, ey. Ja, ist halt so. Nächstes mit der Nase. Let's go, komm schon. EA-Logo? Nicht. Schade. Aber bitte nicht nochmal Fake hier. Ah, Klick, okay. Komm, let's go. Ins nächste. Oh, das hat ein bisschen länger geladen. Na, schade. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier bei diesen Packs vielleicht auch die Packrate runtergestellt haben. Oh ne, nochmal Klick. Das war's hier aber wirklich komplett. Ja, wenigstens den Mandanda noch. Ah, das ist halt echt traurig, weil jetzt alle untauschbar sind mittlerweile. So, da haben wir auch schon nur noch 4 Stück. Komm, nächstes nochmal mit der Nase. Ohne lange zu zögern. Wird kein langes Video oder so. Ja, aber der Walkout will einfach nicht kommen. Und jetzt wahrscheinlich nochmal Klick. Oh, wer ist das? Rabiot, okay, den habe ich glaube ich noch nicht. Das ist in Ordnung. Man bekommt wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche Doppelten. So, jetzt haben wir noch 3 Stück. Es ging auf jeden Fall mega, mega schnell. Ich bin auf jeden Fall saugehypt auf FIFA 20, weil FIFA 19, das ist für mich jetzt auch schon relativ tot. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde vielleicht auch die kommende Weekend League zocken. Weil ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass dann nächste Woche das Best-of rauskommt. Ich weiß natürlich nicht, ob die Best-ofs dann auch in diesen Player-Picks sind von der Weekend League. Ich hoffe es natürlich. Aber ansonsten werde ich dann wahrscheinlich das Wochenende auch gar keine Weekend League mehr zocken. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, gehypt und let's go hier. Mittlere nochmal. Ey, die Packs sind halt echt scheiße gerade bei mir. Da war auf jeden Fall dieses 3-Spieler-Pack da besser. Ja, Balotelli. Geh nochmal hier rechts, links, rechts, links, rechts, links und zack. Let's go. Nein, ey. Das gibt's doch gar nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, wie teuer diese Packs normalerweise sind. Das ist krass. Das ist echt krass. Ja, gut, 84er Chess Fabregas. So, gehen wir nochmal hier aus dem Shop raus. Wieder rein. Letztes Pack. Komm schon. Bitte. Einmal. Oh, das war nix. Komm schon, einmal das Walkout-Zeichen. Komm, let's go, Mann. Ey, das ist zu krass. 7 Stück, das wären jetzt irgendwie fast 2000 Münzen gewesen. Maul. Das wären irgendwie fast 200.000 Münzen gewesen.
Jetzt craften wir uns auf jeden Fall nochmal schnell eins. Ja, ich habe da keine Hoffnung. Ich denke mal, ich werde nur Scheiße haben. Aber ich brauche die Spieler jetzt eh nicht mehr, ganz ehrlich. Ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch eins. Fekir behalte ich nochmal. Aber die restlichen werde ich alle reinklatschen. So, genau eins kriegen wir noch hin. Abgeben. Let's go. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir vielleicht jetzt in dem letzten hier Glück haben oder nicht. Ist wirklich schade eigentlich, aber gut, kann man nichts machen. Wenigstens hatte ich in diesen drei Spieler-Packs da diesen Bumper. Komm, let's go. Einfach spontan drauf jetzt hier, ohne groß zu zögern. Ja, war sowas von klar. Also ich weiß, ob die Pack-Rate hier bei den Dingern runtergesetzt haben oder so. Ja, super, wieder diesen Strohmann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir waren die drei Upgrade-Dinger besser. Da hatte ich halt auch einen Fake hier und halt diesen Team of the Season Bumper. Und ich hatte jetzt auch 8 Stück davon geöffnet. Von den anderen hatte ich, glaube ich, auch nur 10 Stück geöffnet. Also ja, also ich würde die Spieler nicht kaufen, auf gar keinen Fall. Wenn man jetzt Spieler im Verein hat oder wenn man sich die 2-3 Wochen vorher noch günstig gekauft hat, auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt die Spieler für knapp 3000 Münzen alle kaufen muss, würde ich euch ganz ehrlich empfehlen, macht die Scheiße nicht, weil ihr seht, es kommt nur Müll raus. Vor allem die meisten dann doppelt, weil halt dieser komische Lecomte oder wie der ausgesprochen wird, keine Ahnung, oder dieser Strohmann oder, die gibt es halt so oft da drin, dadurch, dass halt auch zwischen 81 und zwischen den Team of the Season Spielern sind gar nicht so extrem viele Spieler, wenn ihr wisst, was ich jetzt meine. Nö. Deswegen zieht man da auch so viele so extrem oft doppelt, deswegen, ja, es war einfach ein kleines Experiment. Ich werde vielleicht diese Woche nochmal was streamen, und zwar diese eine Wochenaufgabe da. Von diesem einen Moment. Ich zeige es euch. Vila, der passt nämlich hundertprozentig in mein Team. Hier der M. Vila, der sieht sau stabil aus von den Werten her. Den werde ich vielleicht die Woche noch in einem Stream machen. Dann muss ich auf jeden Fall mal schauen, wie es aussieht mit der Weekend League am Wochenende. Falls es nächste Woche wirklich dann Player Picks gibt von dem Best of, dann werde ich diese Woche nochmal richtig Weekend League schwitzen und dazu auch einen Livestream machen. Aber ansonsten könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich sonst noch für ein FIFA 19 Content bis FIFA 20 dann bringen soll. Ob ich vielleicht hier und da mal irgendwie einen Livestream mache, wie ich ein bisschen Karriere zocke. Aber ich will nicht komplett aufhören, also ich will jetzt halt bis FIFA 20 gar nichts mehr machen, das wäre auch scheiße. Deswegen könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht in dem Zeitpunkt machen soll, in dem Zeitraum. Irgendwie durchgehend Abo-Games, wäre ja auch eine Option. Oder halt ein bisschen Karriere oder so. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne alles unten reinschreiben. Und dann würde ich sagen, das war's wieder von dem Video. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und ein Abo. Und bis zum nächsten Video. Ciao. It's black and white.